wenn wir die Korrupten von CDU, CSU, SPD, FDP, Linke und Grüne weiter an der Macht lassen, dann geht unser Land vor die Hunde und marschiert in den nächsten Krieg, meine Damen und Herren. Und das werden wir nicht zulassen. Die zerstören unseren Mittelstand, die zerstören unsere ganze Lebensqualität in unserem Land, meine Damen und Herren. Und das muss man aber auch mal sagen. Und deswegen ist es keine Schande, wenn man sagt, mit Sicherheit für Bayern. Oder wenn man sagt, unser Land zuerst. Und wenn halt irgendeiner sagt, das war radikal oder was weiß ich, dann soll er sich mal die ganzen Linksradikalen anschauen. Die haben nämlich jetzt alle ein Problem. Die Zahlen sagen nämlich was anderes, als wir uns Politik verkauft. Schaut sich den euren Statistiken an. Ich meine, der Herr Horitz hat drüber gesprochen, von den ganzen Messermörder, wie auch immer. Wer einmal Interesse hat, geht auf AfD-Bundesseiten, also AfD.de und geht auf Einzelfallticker. Da haben täglich Messerstiche drin. Da haben täglich Massenvergewaltigungen drin. Ja, es gibt ja Deutsche, die wo Gewaltverbrechen begehen. Die kehren hinter Gittern. Aber Ausländer, die Gewaltverbrechen begehen, kehren abgeschoben, meine Damen und Herren. Die kehren heimgeschickt und sonst gar nichts, meine Damen und Herren. Wer kommt und führt sich anständig auf, geht in seine Arbeit, kann sein Leben unterhalten selber, kann mit seinen eigenen Händen Arbeit erwirtschaften, von denen hat doch kein Mensch ein Problem. Von mir das Bett in seine eigene für Winter Richtung, was weiß ich, Nord, Südost, keine Ahnung. Wenn der auf der Straße ist und behandelt Menschen anständig und führt sie anständig auf, hat doch kein Mensch ein Problem mit uns. Aber die Massenzuwanderung, die wir jetzt haben, mit der habe ich ein Problem. Und vor allem mit der Massenzuwanderung aus männlichen, muslimischen Ländern, meine Damen und Herren, weil die haben keinen Freiheitsgedanken, sondern die zerstören und unterwandern unser Land, meine Damen und Herren.